So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben letztens nämlich ein riesen Strohpaket bei Karls bestellt. Ne? Wundert euch nicht, die Haare sehen anders aus. So geht das noch, so geht das vielleicht auch, aber so nicht. Bam, da war der Adi wieder am Werk. Denn wir haben letztens bei Karls bestellt das riesen Strohpaket und ihr habt gesehen, da war jede Menge Popcorn drin. Adi, bitte nicht, werf das bitte nicht um. Was steht denn jetzt gerade alles hier aufgebaut? Das ist Popcorn. Ein Glas, zwei Gläser, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Gläser Popcorn. Ja, und die sind richtig groß und fett, wenn ihr das so anguckt. Die wollen wir jetzt alle testen. Wir haben nämlich das gute Karls Osterpopcorn Waldfrucht. Karls Butterkaramell Schlemmergöre mit wilder Tahiti Vanille verschmolzen. Wir haben das Monster Popcorn mit Blaubeere, das Surcream Popcorn, also Schuhcreme, Raupis grüner Apfel Popcorn, Popcorn Karls Ostersalz Ostsee Dirn mit einer salzig-süßen Brise. Wir haben Cheddar Bacon. Wir haben Karls Schokolade Schokobub mit dunkler Schoko, Matsche bekleckert und Karls Erdbeer Erdbeerheld heiß gepufft mit Karls Erdbeeren ummandelt. Die wollen wir jetzt alle testen. Wir stellen das mal hier vorne hin. Das erste Glas, was wir haben, ist also das Osterpopcorn. Das Osterpopcorn, muss ich sagen, hat, als Marie da war, also Sandras Tochter, die wollte das unbedingt mal probieren. Jetzt haben wir das schon mitgenommen, haben das schon mal aufgemacht und haben das getestet. Da steht also dran, Osterpopcorn Waldfrucht. Ich finde die Gläser an sich eigentlich cool, wenn die so dastehen. Das ist auf jeden Fall ein Blickfang. Das soll jetzt Waldfrucht sein. Wir können ja mal probieren. Adi, willst du auch probieren? Ja, nein, vielleicht. Kreuz an. Er schnüffelt und wenn er eigentlich merkt, dass das süßlich wirkt, lässt er meistens die Finger davon. Wir hauen uns jetzt mal ein paar Dinger hier rein. Ist halt alles bunt, ne? Ja. Waldfrucht. Ist wie gesagt schon ein bisschen aufgewesen. Ist trotzdem noch schön knusprig, ist schön fest. Ist sehr, sehr süß, zuckerlastig. Das ist mit so einer Gelatine. Nein, da ist so eine Sirupzucker, Sirupzeugs irgendwas. Da ist eine Glasur, genau. Da ist so eine Glasur drum. Schmeckt aber auf jeden Fall richtig genial zum Snacken für zwischendurch. Sehr coole Sache, bestimmt aber auch mächtig ungesund. Dann haben wir Butterkaramell mit wilder Tahiti Vanille verschmolzen. Butterkaramell machen wir auch mal auf. Nicht lang reden, einfach auf und probieren. Riecht nicht so süß. Etwas unscheinbar. Und schmeckt mir aber jetzt nicht so. Das schmeckt, wie wenn ihr irgendwo im Schwimmbad, in einem Freibad auf die Toilette geht und das sind diese offenen Toiletten und ihr geht da rein. Da hängen die Klosteine immer drin, wo ihr da dran pisst. Und so wie das riecht, so schmeckt das gerade. So ein bisschen chemisch, würde ich schon dazu sagen, ja. Aber irgendwie nicht angenehm, das war halt eher süßlich, ging voll ins Gesicht, das eher nicht so, bisschen muffig, bisschen abgestanden. Wir haben jetzt Raupis Apfelpopcorn. Da bin ich mal gespannt, vor allem weil es Raupi ist, was das kann, wenn wir das hier aufzimmern. Adi, der Adi macht schon wieder alles kaputt. So, den haben wir oben, das ist bis zum Rand gefüllt. Raupis Apfelpopcorn. Boah. Das ist wiederum genial.
Das schmeckt einfach wie saure Apfelschnüre. Nur zum Snacken. Interessante Mischung, das als Popcorn zu machen. Wer auf Äpfel steht, wird daran seine Freude haben. Raupis grünes Apfelpopcorn. Wie Apfelschnüre, wie Apfelringe, saure Apfelringe. Gemischt mit normalen Apfelringen, alles voll Apfel. Sehr cool vor allem. Dann Monster Popcorn, monstermäßige Blaubeere. Wenn wir uns auch reinziehen, müsste ja so ähnlich eigentlich wie das Osterpopcorn sein, was Waldfrucht war. Ich glaube, irgendwie das wechselt sich ab. Das hat irgendwie viel fruchtiger, süßer und leckerer geschmeckt als das. Das hat einen ganz kleinen Touch von süßer Beere, aber irgendwie, weiß ich nicht, soll das halt ein Blickfang sein durch die blaue Farbe. Es färbt sich gleich alles blau, wenn ihr das esst. Ich finde auf jeden Fall, das mit Waldfrucht schmeckt mehr nach Beeren, mehr nach Wald, mehr nach Früchten als das, was nur Blaubeere ist. Blaubeere ist okay. Aber bis jetzt Apfel und das Osterpopcorn am besten. Ich lasse extra die heftigen Sorten jetzt fix weg und teste mich mal weiter durch das Süße. Das heißt, wir haben als nächstes hier das Erdbeerpopcorn. Mach mal auch wieder auf. Fällt das ganze Stroh raus. Kannst du vergleichen direkt wie mit dem Apfelpopcorn, nur in der Erdbeervariante, obwohl ich sagen muss, das Apfel liegt mir einfach besser, schmeckt mir mehr. Finde ich besser als Blaubeere, aber mir fehlt trotzdem noch irgendwas. Erdbeere, manchmal, wenn man Erdbeere herstellen will als Geschmack, wirkt das auch etwas muffig. Also ist okay, kann man essen. Besser als Blaubeere, aber Apfel ist so deliziös dagegen. Muss ich sagen, Apfel hat bis jetzt gewonnen, was die Früchte angeht. Wir kommen zu Schoko. Schokobub. Schokopopcorn. Kennt ihr vielleicht welche von Frühstücks? Kellogg's? Irgendwas, Kellogg's, sonst was, Cornflakes. Gibt es ja viele Varianten, schön mit Schoko, Schokochips, Schokopuff, Zeugs, irgendwas. Adi, du magst es doch eh nicht. Okay. Da würde ich überhaupt gar nicht merken, dass das Popcorn sein soll. Alles bis jetzt hatte wenigstens irgendwie eine Konsistenz von Popcorn, dass ihr das gemerkt habt, wie ihr da drauf rumbeißt, wie das irgendwie noch ein bisschen knusprig ist, wie du das mit der Zunge zerdrücken kannst. Das schmeckt einfach wie ein Stück Schokolade, ist ummantelt mit Schokolade. Das Popcornstück an sich ist einfach total weich. Du merkst diesen Schokobezug. Du merkst nicht, dass du Popcorn isst. Es ist irgendwie, wer gern Schokolade isst, ja, aber ich glaube, da ist richtige Schokolade trotzdem nochmal sinnvoller als Schokopopcorn. Schokopopcorn ist nix. Schlemmergöre, Butterzeugs fand ich auch nicht so. Blaubeer auch nicht so. Erdbeer sonst was. Ich werde das dann alles in der richtigen Reihenfolge aufstellen, wie ich es empfand. Das müsste jetzt eher klassisch sein, die klassische Variante. Ostseedirn mit salzig, süßer, frischer Brise. Bin ich mal gespannt, was das kann. Einfach gesalzenes Popcorn. Riecht normal, wie im Kino. Okay, vergiss es. Wo war da jetzt der Denkfehler? Salziges Popcorn im Kino, was? Das ist doch normalerweise gezuckert. Es gibt auch Mikrowellenpopcorn zu kaufen überall.
Das gibt's gezuckert und das gibt's gesalzen. Jeder normale Mensch kauft das Gezuckerte, weil das das Normale ist. Es gibt aber auch welche, die finden die salzige Variante ganz ordentlich. Ich könnte mir vorstellen, der Ismo würde sowas wahrscheinlich gern essen, weil es eben mit Salz ist. Wenn du jetzt gerade Zucker erwartet hast und richtiges Kino-Popcorn, dann hier reingreifst und plötzlich so eine Salz in der Fresse hast, dann bist du schon etwas angeekelt, ja. Ist trotzdem irgendwie ein kleiner Süchtigmacher. Ihr wisst, wenn ihr Salz esst oder so, ihr wollt immer mehr, ihr wollt immer mehr, ihr braucht immer mehr Salz hinterher. Es macht dann auch durstig. Deswegen, Salz ist noch eher eine normalere Variante. Jetzt haben wir hier Sour Cream, Schuhcreme, also saure Sahne oder so ähnlich. Machen wir auch mal auf, bin ich mal gespannt. Riecht auf jeden Fall nach nix. Wie auch sonst hätte ja sein können, das riecht richtig herrlich. Mmh. Alter. Jeder kennt sicherlich Sour Cream, Chips, Sour Cream and Onion. Richtig verbreitet. Weiß gar nicht, was er. Sauerrahm, ja, einfach Sauerrahm. In Chips-Variante heftig, genial, gigantisch, sehr beliebt. In Popcorn-Variante kann es auf jeden Fall daran reichen. Ihr habt wirklich einen sehr genialen Sour Cream-Geschmack. Das schmeckt nicht zu aufdringlich, nicht zu lasch. Das ist sehr süffig, würde man sagen, beim Bier. Gleichzeitig habt ihr nicht diese fettigen Chips, die das tragen, sondern dieses Popcorn mit dieser leichten Note. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich sagen, ist bis jetzt mein Lieblingsgläschen. Apfel okay. Aber ich bin ja eher der deftige Typ. Deswegen, das Gläschen hat mich bis jetzt am meisten überzeugt. Aber wir haben noch eins, was ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben habe. Und das ist Cheddar Bacon. Käse und Bacon, also Schinken. Bin ich mal gespannt. Entweder übertrifft das das Sour Cream noch mehr. Oder es ist der totale Reinfall. Dann hätte ich schon meine zwei Lieblingssorten rausgesucht. Riecht ein bisschen nach Käse, aber riecht sehr muffig. Riecht nach richtig muffigen, abgestandenen Käse. Also ist wahrscheinlich auch der Bacon-Anteil mit dabei. Der diesen salzigen Geruch hat es auch mit bei. Riecht wie altes, abgestandenes Katzenfutter, aber egal. Mal gucken, wie es schmeckt. Hm. Hat was von diesem Bacon Snack, den es immer gibt. Kennt ihr vielleicht? Bacon Snack in diversen Tütchen jedes Mal. Nur mit dem Unterschied, das schmeckt nochmal obendrauf so extrem salzig dabei, wie wenn ihr wirklich frisch aus der Pfanne ein paar Baconstreifen nehmt, euch auf die Zunge legt. Ist für manche vielleicht sogar ein bisschen zu viel Geschmack, zu aufdringlich, zu salzig, zu intensiv. Da geht der Cheddar ein bisschen unter, weil dieser Baconanteil einfach komplett überwiegt. Ich habe auch gleich das ganze Pulver an der Hand. Alter, davon kriegst du auf jeden Fall Durst. Richtig heftigen Durst. Ist aber okay. Für das, was es sein soll, erfüllt das auf jeden Fall alles. Also wenn das kein Bacon-Geschmack ist, dann weiß ich nicht. Sehr interessant. Cheddar, Bacon, Popcorn. Ist okay, ist vernünftig, aber ich glaube, meine Lieblingssorte bleibt trotzdem Sour Cream. Wenn wir das jetzt rumdrehen und vielleicht noch ein bisschen ordnen wollen, hätten wir gesagt, okay, Sour Cream war das Beste, dann kommt Cheddar Bacon und das mit dem Apfel würde ich hinterher nehmen. Das Waldfrucht-Osterpopcorn hat geschmeckt, also ihr seht, Sour Cream Beste, Cheddar Bacon zusammen mit Graupis Apfel.
Das Osterpopcorn Waldfrucht war ganz cool. Salzig für zwischendurch, wenn man sagt, man kennt das Gezuckerte, man nimmt das Salzige. Dann würde ich das Erdbeer nehmen plus das Blaubeer, weil die geben sich jetzt nicht so viel. Und am schlimmsten das Butterkaramell und das Schokoladenpopcorn. Bei euch kann es natürlich wieder anders sein. Jetzt haben wir hier so eine Reihenfolge gebastelt. Sieht interessant aus. Habt ihr auch schon mal bei Karls bestellt? Habt ihr auch schon mal dieses komische Popcorn bestellt? Eine Sorte, mehrere Sorten. Ich weiß nicht, wie ich das mit den Gläschen alles mache. Eigentlich müsste ich jetzt das mal mitnehmen. Mal probieren lassen, die ganze Familie. Dass die alle mal sagen, wie das schmeckt, wie das nicht schmeckt. Und ansonsten lässt es zu, stellt es so ins Regal, ist auf jeden Fall immer ein Blickfang. Wenn die Gläschen leer sind, das sieht ja noch nichts mehr aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.